ich hab. Oh, er hat was gemacht. Er hat was gemacht. Die Windhose hat irgendwie geklappt. So. Na? Nicht abstürzen. Oh Gott, nee. Die sind immer ausdauernd. Ich weiß noch nicht, wie das geht. Ob das jetzt ein Fernspruch ist oder sowas. Oder sind es jetzt? Mache ich mal Windhose. Ja, und jetzt? Abhauen. Das war's jetzt gebracht. Weiß nicht. Ach, da hinten. Die Windhose. Ah, das ist ein Fernspruch. Noch eines Goblins. Naja, okay. Du Fliege, kannst ruhig auf mich zukommen. Die 1 und. Wunderbar. Okay. Die Windhose hat geholfen. Ich habe noch nie einen Zauber in dieser Art und Weise mal probiert. Deswegen ist das schön. Das war mal auch mal nicht nur Luft in der Hose haben, sondern auch mal Wind, ne? So, jetzt gucke ich mal, ob die da ein paar Gobos von betroffen worden sind. Gobo, Gobo, Gobi. Wie viele denn? Goblin, Goblin, Goblin. Der ist überhaupt gar keine betroffen. Jetzt kommen sie wieder. Tschüss. Habe ich die Windhose umsonst genommen. Ah, ein Baumstamm. Ah, Innos sei es gepfiffen und gepriesen. Ich habe einen Baumstamm gefunden. Ich bin so fröhlich. Ach, hier, so ein gieriger Wolf. Da ist nichts zu holen. Ja, leider nichts mehr zu holen. Okay, Baumstamm, da können wir endlich mal wieder spalten und sowas. Aber ich muss ja noch Holz hacken. Muss ich wieder da muss ich wieder so einen Pfad finden oder sowas. Und so ein Holzklotz. Oder kann man das auch in der Werkstatt da beim Schmied machen? Nee, ne? Nee. Und wie immer schreckliches Wetter. Ja. Ich muss noch eine Runde Holz hacken. Bei dem Wetter. Oh. Ich glaube erstmal sägen, ne? Ja. Holzscheiben gesägt. Muss ich das nochmal machen? Ich habe das nämlich vergessen. Okay. Genau, wir haben Holzscheiben gesägt. Und jetzt gibt der Holzstumpf wieder. Schaltespalten. Naja, und so weiter und so weiter. Aber das müsste man auch mal verschnellern hier. Nicht nur immer 10 Pfeile, sondern vielleicht auch mal 100 Pfeile. Einmal oben bei der Werkstatt. Ah, jetzt haben wir es endlich geschafft. So, und dann geht's zurück zum Burg. Und wir gehen an die Werkbank und wollen Pfeile herstellen. 10 Pfeile herstellen. Und das Ganze nochmal. Es gibt wenigstens wieder Pfeile. Ein paar. Das ist ja nicht viel. Das ist ja echt nicht viel, was ich an Pfeilen gemacht gekriegt habe. Hier 49. Mhm. Bei der Gelegenheit gleich mal meine Pfeffersäckchen. Meine Lederbeutel leer. Okay. 25 Gold. Pfeilpaket? Wo stand das denn? Mit 10 Pfeilen, wo habe ich denn das gefunden? Ach ja, richtig, das war beim Krab. So, und dann nochmal ein Lederbeutel mit 100. Waffenbündel? Na, vielleicht brauche ich das später mal. Silberner Ring. Das ist ein Krautstampf. Auch schön, auch schön, auch schön. Ja.
Keine Ahnung, was meinst du? Hat er doch vorher gewusst. Möglich ist alles. Das heimt doch nur noch mehr Ärger. Das war doch seine Entscheidung. Hallo, Oleg. Na, alles klar? Klar? Nein, Roland. Gar nichts ist klar. Keine Ahnung, sag du's mir. Vielleicht wird daraus ja noch was. Du musst wahrscheinlich nur mehr üben. Vielleicht hast du recht. Ich sollte es nochmal versuchen. Nicht erlauben. Mach das. Viel Erfolg noch. Lass uns erstmal abwarten, was daraus wird. Hier hat er das nicht. Das hätte er doch besser. Man muss eben aufpassen, was man so rumerzählt. Das war keine große Sache. Sehr gut, eine schöne neue Quest. Marbot sagte mir, dass du eine Aufgabe für mich hast. Ewig so weitergehen. Naja, zumindest hat er mir aufgetragen, dir eine zu geben. Das Problem ist nur, dass ich keine für dich habe. Aber Moment, lass mich mal überlegen. Ja, so machen wir es. Am besten gehst du zu deinem Burghauptmann Bruno. Der hat zurzeit eine Menge um die Ohren. Löse für ihn seine Probleme und deine Aufgabe bei mir ist erfüllt. Daran wird sich nie etwas ändern. Das wollen wir dann auch mal machen. So, bis zum nächsten Morgen schlafen. Wir haben jetzt bis zum nächsten Morgen geschlafen. Und wir fluchsen eiligst zu Bruno. Wir hechten dorthin. Und Herr Bruno, bitte. Hey du! Oliver schickt mich zu euch. Oliver schickt mich zu euch, Burghauptmann. Ich soll mich einer Prüfung unterziehen. Doch hatte er keine Aufgabe für mich. Daher soll ich euch fragen, ob ihr eine für mich habt. Tja, wenn die Herren Paladine mal nicht weiter wissen, dann muss ständig Bruno sich was einfallen lassen. Aber ich kann dir leider auch keine Aufgabe geben, die einer richtigen Prüfung würdig wäre. Das Einzige, was du für mich tun kannst, sind einige Aufträge zu erfüllen, um die ich mich kümmern muss. Wenn du diese alle erledigt hast, will ich Oliver gerne mitteilen, dass ich mit dir zufrieden war. Einverstanden. Was soll ich tun? Nun, zum einen beklagt sich unser Koch Jonathan, dass er viel zu viel zu tun hat. Geh mal zu ihm und frag ihn, ob du ihm helfen kannst. Außerdem kannst du für mich ins Dorf gehen und dir mal anhören, was der Schäfer Hermann für Sorgen hat. Ob du aber die Aufgabe, die er dir stellt, wirklich machen willst, ist alleine dir überlassen. Allerdings hast du keine große Wahl. Wenn du sie nicht machst, ist auch die Prüfung nicht bestanden. Na, das hört sich ja vielversprechend an. Sonst noch was? Ja, etwas hätte ich noch für dich. Der Bauer Johann faselt irgendwas von Diebstählen. Kümmere dich darum. Wenn du das alles erledigt hast, kommst du wieder zu mir zurück. Uiuiuiuiui, das hagelt jetzt vor Aufträgen. Ja, das klingt wenigstens nach einem Plan. Und sonst noch irgendwelche Neuigkeiten. Ich glaube, das ist noch das mit dem Nachtdienst. Ich will Armbrust schießen, bildet mich aus, will geschickter werden. Also, der hat mir jetzt ja wieder eine ganze Latte aufgetragen, meine Herren. Gehen wir mal zuerst zum Koch Jonathan. Hi, wo ist Jonathan? Jonathan. Ich hätte das nicht gemacht. Jonathan. Das kann ja nicht ewig so weitergehen. Er müsste hier im zweiten Stock sein. Das sind doch alles nur Gerüchte. So. Als ob ich da ist er, der Kopf, Jonathan. Hey, Jonathan, how are you? Hey, du. Hallo, Jonathan. Na, alles klar? Hallo Roland, danke für die Nachfrage, alles in Ordnung. Oder sagen wir mal fast alles. So, was fehlt denn noch? Scavenger-Keulen, saftige Scavenger-Keulen. Aber auch ein paar Mole-Rat-Keulen wären nicht zu verachten. Du hast ja gar keine Ahnung, wie viel Fleischbedarf so eine Burgmannschaft hat. Das sind doch alles nur Gerüchte. Kann ich dir irgendwie helfen? Klar kannst du das. Einige der Paladine haben noch nicht ihren Proviant von mir erhalten. Jeder von denen bekommt ein Brot, ein Stück Schinken, einen Käse und eine Flasche Wasser. Kann ich machen. Und wer von den Paladinen hat noch sein Proviant zu bekommen? Das sind die Paladine Hubert, Tankred, Walter, Ingolf und Gottfried. Ach ja, da fällt mir auch noch ein, dass unser Schmied Theodor auch noch nichts erhalten hat. Dem kannst du dasselbe wie den anderen bringen. Sag mir dann Bescheid, wenn du alles verteilt hast. Ja. Gut, okay.
Dann wollen wir das mal so machen. Hoffst du wirklich? Das gibt doch nur noch mehr Ärger. Das hätte ich dir vorher gesagt. Das wollen wir dann auch so machen. Zwar machen wir das anders. So. Das ist doch lange bekannt. Mitternacht. Bleiben nämlich bis Mitternacht. Und wo will er denn hin? Immer nicht so schnell hier. So. Halt! Ich weiß, weshalb du zu mir kommst. Marbot schickt dich zu mir. Ja, das ist richtig. Ich soll... Das müssen wir später regeln. Bruno hat mir mitgeteilt, dass er dir ebenfalls Aufgaben gestellt hat. Diese solltest du auf jeden Fall vorher erledigen, bevor du zu mir kommst. Herr Brand, aha. Was willst du? Und was machen die Lurk? Ach ja. Geben wir ihm erstmal sein Essen. Hier, dein Essen. Schöne Grüße von Jonathan. Danke. Dann werde ich jetzt mal richtig zuschlagen. So. Marbot gab mir den Auftrag, ihm eine ganze Menge Lurker heute zu bringen. Ist das wahr? Dann hast du jetzt ein gewaltiges Problem. Kannst du mir nicht dabei helfen? Solange ich keinen anderen Befehl von Marbot bekomme, darf ich meinen Posten nicht verlassen. Wenn du aber die Lurker bis zu mir heranlockst, wird kein Mensch etwas dagegen haben, wenn ich dir helfe. Ah, top. Gut, dann haben wir das Lurker-Problem mit Hilfe, also zu lösen. Okay, so, wer war denn noch alles? Wer will denn noch alles an Essen haben? Volker braucht's nicht. Ridde? Ah, Ingolf, auf jeden Fall Ingolf. Ingolf, aufstehen! Reise, reise! Jetzt aber schnell hier, es gibt Papa, Papa! Wachdienst macht hungrig, oder? Und ob der hungrig macht. Hast du was dabei? Ja, habe ich. Schöne Grüße von Jonathan. Dank dir. Dann lasse ich es mir mal schmecken. Sehr gut. Ja. Gottfried soll es ja auch kriegen. Gottfried ist gut. Du siehst so aus, als könntest du etwas Essen vertragen. Nicht nur das, mein Freund. Ich habe auch einen gewaltigen Durst. Na, dann nimm das hier. Und schöne Grüße von Jonathan. Ah, Brot, Schinken, Käse und eine Flasche Wasser. Danke dir. Das ist jetzt genau das Richtige. Oh. Oh. Yes. Ah, tat das gut. Schön. Walter, aufstehen! Los! Zack, zack! Verdammt! Du siehst so aus, als ob du Hunger hättest. Ich sehe nicht nur so aus, sondern ich habe tatsächlich welchen. Schick dich etwa Jonathan zu mir. Ja, ich soll dir dein Essen bringen. Sehr gut. Ein Stück Käse und Schinken wäre jetzt nicht zu verachten. Stimmt. Gut. Dann geht's runter zum Schmied oder ich werde auch mal wieder eine Runde pennen. Und zwar mach mal bis mittags. Das war eine harte Nacht. Ich weiß nicht, warum das. So, da. Das gibt doch nur noch mehr, Herr. Das dürfte Tankred sein. Tankred. Aufwachen. Erzählt denn sowas? Macht mal einen gepflegten Mittagsschlaf. Oh, verdammt, was ist los? Ja, was ist los? Vielleicht Hunger? Das hätte er doch. Vielleicht Hunger? Ich hätte dann was für dich. Und ob ich Hunger hab, dann gib mal her, was du hast. Das hätte ich dir vorher sagen können. Gut. Das war doch klar. Jetzt ist Tankred auch verpflegt. Mal bis 17 schlafen. Gut, das hat etwas länger gedauert. What is the matter? Oh, und das regnet. Ja. Der Schmied, der braucht ja auch noch was. Hey. Jonathan hat mich beauftragt, dir dein Essen zu geben. Wollen wir ihm mal einen guten Appetit wünschen.
Jonathan hat mich beauftragt, dir dein Essen zu geben. Essen? Sehr gut, ich habe schon einen Mordshunger. Okay. Ware zeigen, mal gucken, vielleicht kann ich ja. Zeig mir deine Ware. Rohstahl kaufen, den ich ja so dringend bräuchte. Weil ich bräuchte noch sehr viele Pfeile. Was kostet denn Rohstahl? Ach, das ist cool. Ein grüner Rohstahl, genau den gleichen Wert. Das ist gut. Deswegen werden wir natürlich auch mal lustigerweise noch ein paar Pfeile herstellen. So, das heißt also erstmal, um Pfeile herzustellen, müssen wir erstmal einen kalten Rohstahl erhitzen. Da wir zwei im Inventar haben, werden wir zweimal einen kalten Rohstahl erhitzen. Zwei glühende Rohstähle haben wir noch. Womit denn? Genau, richtig. Wir werden also sozusagen die glühenden Rohstähle erstmal schmieden. Und zwar will ich ganz gerne Pfeilspitzen schmieden. Pfeilspitzen. Da haben wir schon mal 30 hergestellt. So. Nochmal Pfeilspitzen schmieden. Dann haben wir dann 60. Pfeilspitzen schmitzen. Spitzen. So, und dann dürfte das hier der letzte Rohstahl sein. Womit denn? Gehen. Und versuchen uns an den athanosianischen Lurkern. Aber nicht an Huber. Das hat er doch vorher gewusst. Ich hab was anderes gehört. Ja. Hey. Mal gucken. Und? Was machen die Lurker? Nichts. Bisher hat sich noch keine von denen zu nah an das Dorf herangewagt. Ich möchte mal wissen, wer dieser Sprecher ist. Okay, also er hilft mir noch nicht mit den Lurkern. Der braucht doch nur ein paar Schüsse und dann ist er hin. Und? Da getroffen? Ja. So, das heißt also, ich kann noch keine Häute. Häute häuten. Nicht zu plündern. Da ist nicht zu holen. So. Bleib doch mal da. Lass dich doch mal treffen. Das ist eine gute Position. Oh, jetzt kommt er da wieder hoch. Versucht es wenigstens. Es steht auf dem alten Wasserrad. Gut. Da haben wir wieder die gleiche Situation wie beim letzten Mal. Also das wird noch nichts mit den Lurkern. Mal gucken, vielleicht gibt es irgendwo noch andere Queste. Ich glaube, das ist vorerst mal das Beste. Oh, es ist ein bisschen dunkel, deswegen machen wir es ein bisschen heller. Charlotte macht Abendbrot im Stehen. Ja, die Fastfood-Generation. Nudela. Galettchen. Dorothee. Da ist der Jutta. Mal gucken. Wie geht's dir, Jutta? Warte mal. Achso, die können mir nur Ware zeigen. Ja, dann gehen wir mal. Ich glaube, ich bete mal wieder eine Runde. Beten. Ach ja, habt ihr übrigens das Rätsel herausgefunden? Men ebte heu. Nee, ebte men nie heu, ebte beten. Und mal wieder für so richtig viel. Geschicklichkeit. Oh. Das kann man gebrauchen. So. Wollen wir mal gucken, was mit ihm hier ist, Johann. Oh. Na, wo drückt denn der Schuh? Der drückt an jeder Stelle, sag ich dir. Da ist zum einen die Sache mit meiner Tochter Charlotte. Meine Frau Dorothee und ich sind der Meinung, dass sie endlich unter die Haube kommen soll. Und dann ist noch das Problem mit dem gestohlenen Heu. Das ist wirklich zum Wahnsinnigwerden. Aha. Na, wollen wir erst mal wissen hier. Erzähl mir was über die Sache mit Charlotte. Da gibt es nicht viel zu erzählen. Heiraten soll sie.
Doch leider hört nicht das Kind auf ihre Eltern, die es doch wirklich nur gut mit ihr meinen. Verstehe. Ihr habt euch einen Schwiegersohn ausgewählt, den Charlotte nicht haben will. Ach, was versteht das Kind davon? Wir haben für sie den Jäger Klaus, den Sohn des Schäfers, ausgewählt. Der kann was, der hat was und ist der Sohn von meinem Freund Hermann. Der Junge ist goldrichtig, sag ich dir. Leider aber hat sich das Mädchen unglücklicherweise in diesen Fred verliebt. Diesen armen Fischer, der ohne seine Schwester Jutta doch kaum über die Runden kommt. Hey, Moment mal. Fred ist ein anständiger Kerl. Fleißig und zudem ein guter Freund von mir. Jetzt versteh mich nicht falsch, mein Junge. Ich weiß, dass Fred ein anständiger und fleißiger Bursche ist. Und ich habe sowohl vor ihm wie auch vor seiner Schwester Jutta großen Respekt. Aber der Fred ist arm wie eine Kirchenmaus. Wie soll er bitte schön meine Tochter versorgen? Jeden Tag nur Fisch auf dem Teller ist doch auf Dauer etwas eintönig. Ich könnte ja mal mit Charlotte reden. Das ist eine großartige Idee, Roland. Je mehr Leute ihr den Klaus empfehlen, desto eher wird sie ihren Widerstand aufgeben. Hey, Moment mal, Johann. Ich habe nicht gesagt, dass ich sie zu einer Hochzeit mit Klaus überreden will. Was denn sonst? Willst du ihr etwa raten, den armen Fred zu nehmen? Auch nicht. Ich will einfach nur wissen, was Charlotte denkt. Nun gut, ich habe nichts dagegen. Aber Klaus' Vorzüge sollst du zumindest ihr gegenüber mal erwähnen. Von mir aus. Ich denke, das lässt sich machen. Also, ich mach doch hier keinen Verkuppler, beziehungsweise, finde, Frauen sollen immer den nehmen, den sie wirklich wollen. Ne? So. Das gibt's doch gar nicht. Dann wird das natürlich hier wieder was. Das ist die Jutta. Jutta statt Plastik. Nee, es heißt Jute statt Plastik. So, Charlotte ist wahrscheinlich noch am Putzen. Ja. Oh. Nehmen wir sie von hinten? Nee, das ist. So. Ich weiß, warum du so traurig bist. Du sollst Klaus heiraten, obwohl du Fred liebst. Woher weißt du das? Aber egal. Du hast ja vollkommen recht. Ich bin so verzweifelt. Na, Kopf hoch, Charlotte. Für alles gibt es eine Lösung. Das glaube ich nicht. Meine Eltern werden niemals zustimmen, dass ich Fred heirate. Mein Vater sagte mir, dass er seinem Freund Hermann damals feierlich versprochen habe, dass ich mal seinen Sohn Klaus heiraten soll. Das ist aber über 10 Jahre her, als er dieses Versprechen gab. Damals waren Klaus und ich noch Kinder. Was? Aufgrund dieses alten Versprechens will dich dein Vater zu einer Heirat mit Klaus zwingen? Ja, es ist zum Verzweifeln. Dann ist dein Vater ein ganz großer... Aber halt! Was sagt denn eigentlich Klaus zu dieser Angelegenheit? Keine Ahnung, aber ich denke, dass er wohl dieselbe Meinung wie unsere Eltern hat. Na, mal sehen. Ich glaube, ich werde erst mal mit Klaus sprechen. Dann sehen wir weiter. Ja. Ach, ist das traurig, so eine richtige Liebe. Wenn nicht durch irgendwelche väterlichen Wünsche. Ja, Klaus, wo war denn der? Klaus raus. Er war in die Richtung. Da sitzt der Klaus, ganz verträumt an seinem Lagerfeuer. Hey! Hallo, Schwiegersohn! Na, alles schon für die Hochzeit bereit? Hä? Schwiegersohn? Hochzeit? Kannst du mir vielleicht sagen, was der Quatsch soll? Ach komm, jetzt tu nicht so! Du weißt doch genau, dass Charlotte dich heiraten soll. Was meinst du? Ach, jetzt verstehe ich. Immer noch dieselbe alte Geschichte. Was heißt hier alte Geschichte? Kannst du mir das vielleicht genauer erklären? Klar, kann ich. Vor mehr als 10 Jahren haben Johann und mein Vater vereinbart, dass Charlotte und ich einmal heiraten sollen. Damals waren wir aber noch Kinder. Heute aber bestimme ich selber, wen ich heiraten will. Heißt das etwa, dass du Charlotte nicht heiraten willst? Genau das. Sie ist zwar ein hübsches und nettes Mädchen, aber ich will mich nicht binden. Ich brauche meine Freiheit. Außerdem weiß ich, dass Charlotte und Fred sich lieben. Ich laufe ja nicht blind durch diese Welt. Sollen die beiden also glücklich werden? Das scheinen aber deine und Charlottes Eltern noch nicht begriffen zu haben. Zumindest Johann,
erzählt überall herum, dass du und Charlotte bald heiraten werdet. Was? Das darf doch nicht wahr sein. Dann werde ich meinen Eltern und Johann klar machen, dass ich nichts von einer Heirat wissen will. Aber ich komme jetzt nicht so schnell von hier weg. Könntest du zumindest Johann mitteilen, dass ich als Schwiegersohn nicht in Frage komme? Mit meinen Eltern werde ich dann schon selber reden. Mit dem größten Vergnügen. Ja, siehste. Das finde ich gut. Ohlele. Johann, du fieser. Warte mal. Charlotte liebt eindeutig Fred. Du solltest dich damit abfinden. Wie abfinden? Wie kommst du denn mir? Sie heiratet den Klaus und damit basta. Hey, du wirst deine Tochter noch unglücklich machen. Siehst du das nicht ein? Ach was, Charlotte wird mir eines Tages dankbar sein, dass ich die richtige Entscheidung für sie gefällt habe. Findest du nicht, dass Charlotte alt genug ist, selbst über ihr Leben zu bestimmen? Jetzt reicht es mir langsam. Misch dich nicht länger in unsere Angelegenheiten, verstanden? Du willst doch nur, dass dein Freund Fred sie bekommt. Doch, das kann er vergessen. Ich habe mit Klaus gesprochen. Er denkt nicht daran, Charlotte zu heiraten. Was? Das darf doch nicht wahr sein. Das hast doch bestimmt du mir eingebrockt, was? Geh mir bloß aus den Augen. Hey, ich habe dir gar nichts eingebrockt. Ich habe nur mit den Leuten geredet, klar? Ach was, erzähl mir nichts. Du hast mir meinen schönen Plan durchkreuzt. Aber eins sage ich dir. Solange dieser Fred so arm wie eine Kirchmaus ist, wird er meine Tochter nicht bekommen. Erst wenn er mir 1000 Goldstücke auf den Tisch legt, wäre ich bereit, ihn als Schwiegersohn zu akzeptieren. Und das ist mein letztes Wort in dieser Angelegenheit. Verstanden? Das wird teuer. Naja, gut. Oh, der Johann. Er bleibt da ganz ruhig bei dieser Tatsache. Ich gehe jetzt mal zum Fischer hier hin. Zum Fred. Hey! Erzähl mir was über Charlotte. Über Charlotte? Was meinst du? Komm, ich weiß, dass ihr euch liebt. Ich weiß aber auch, dass Johann dir seine Tochter nicht geben will. Nun, dann ist eigentlich schon alles gesagt. Ich bin Johann und Dorothee zu arm. So einfach ist das. Außerdem gibt es da irgendeine Absprache zwischen Johann und Hermann, dem Vater von Klaus, über die Zukunft ihrer Kinder. Aber genaueres weiß ich nicht. Tja, ich liebe zwar Charlotte, werde sie aber niemals heiraten können. Damit werde ich mich wohl abfinden müssen. Naja, so groß kann die Liebe wohl da nicht sein. Wenn das meine Braut wäre, dann würde ich um sie kämpfen. Hey Roland, komm mir nicht so. Natürlich werde ich um sie kämpfen, wenn ich nur den Hauch von einer Möglichkeit sehen würde. Ja, wenn ich 1000 Goldstücke reicher wäre, dann würde mich dieser Geizhals von Johann mit Handkuss zum Schwiegersohn nehmen. Aber so... Ja, da bleibt uns alles nichts anderes übrig, als... Ja, den Fred mal unter die Arme zu greifen und, mal seine Hochzeit zu bezahlen. Wie viel haben wir denn? Ach, das gibt man ja so nicht. 1280. Teuer. 1280. Doch, das ist mir die Liebe wert. Die ist mir unbedingt was wert. Und, werden wir ihm mal hier, dem Hermann, mal... Ich habe gehört, dass Klaus und Charlotte heiraten sollen. Das ist richtig. Das hatten Johann und ich damals beschlossen. So? Und was Charlotte darüber denkt, ist euch beiden wohl gleichgültig. Wieso? Will Charlotte etwa Klaus nicht heiraten? Davon hat mir Johann gar nichts gesagt. Tatsächlich? So. Wie denkt eigentlich Klaus über diese Sache? So wie ich das sehe, würde er sich schon darüber freuen. Denke ich zumindest. Aber vielleicht solltest du das mit ihm selbst besprechen. Ja, okay. Ja, mit Klaus haben wir ja schon gesprochen. Klaus und seine...